herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Und darüber spricht unsere Stadt heute. ÖPNV, Hamburg hält an Maskenpflicht fest. Santa Pauli, nächster Weihnachtsmarkt eröffnet. Doping, Ermittlungen gegen HSV-Verteidiger Vuskovic. Über die Maskenpflicht im Nahverkehr können gemäß Infektionsschutzgesetz die Länder entscheiden. In direkter Nähe zu Hamburg strebt nun der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther eine Maskenbefreiung im ÖPNV zum Jahreswechsel an. Dafür wünscht er sich entsprechend eine bundesweite Regelung. Ob Hamburg da mitzieht, haben wir heute die Gesundheitsbehörde gefragt. Im öffentlichen Personennahverkehr, das meint ja Bahnen, U-Bahnen, Busse, da ist es häufig mal eng, auch drängelig. Man ist da mit vielen Menschen auf engem Raum zusammen. Eine Maske ist eine ganz kleine Einschränkung, die aufzusetzen, das ist schnell gemacht. Das hat eine sehr große Wirkung. Bei fast allen Atemwegserkrankungen wird damit die Ansteckungswahrscheinlichkeit deutlich reduziert. Das macht also Sinn, das jetzt im Winter noch weiter durchzusetzen und deswegen auch diese Pflicht beizubehalten. In Hamburg ist so ein Auslaufen dieser Maskenpflicht im Moment nicht geplant, zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls nicht. Und was sagen die Hamburgerinnen und Hamburger? Wir haben diese Frage einmal direkt weitergeleitet. Ich würde wahrscheinlich die Maske weiterhin tragen, weil ich mich einfach daran gewöhnt habe. Aber ich weiß nicht, Pflichten finde ich allgemein nicht so gut. Also ich würde sagen, lassen. Also im öffentlichen Nahverkehr so auf jeden Fall lassen. Stadt und Geschäfte jetzt könnten wir abschaffen. Also ja, Maskenpflicht in öffentlichen ÖPNV-Nahverkehr finde ich nach wie vor gut. Bis zum Frühjahr. Dann muss es auch irgendwann mal gut sein. Wir haben noch hohe Zahlen. Man merkt es immer wieder, man hört es von Freunden, die immer noch krank werden. Also ich sehe kein Problem mehr mit einer OP-Maske oder einer FP2-Maske in der Bahn zu tragen. Meine Meinung ist dazu, dass keine Pflicht mehr notwendig ist, sondern dass das in die Eigenverantwortung des einzelnen Bürgers gehen sollte. Also ich würde es noch in Bussen und Bahnen lassen, solange die Erkältungszeit auch ist, Grippezeit ist zurzeit. Insofern so im Winter. Ich finde eigentlich, die Maskenpflicht könnte noch bestehen bleiben, da man halt so einen Schutz hat. Nach und nach öffnen Hamburgs Weihnachtsmärkte. Seit heute lädt auch Santa Pauli wieder zum Bummel der besonderen Art. Die Besucher erwartet wie immer eine Mischung aus Weihnachtstradition und frivolem Kiezleben. Alle Jahre wieder. Der selbsternannte geilste Weihnachtsmarkt ist wieder da. Und seit diesem Jahr endlich ohne Corona-Auflagen. Noch ist es hier sehr friedlich, doch das ist wohl die Ruhe vor dem Sturm. Ja, wir erwarten natürlich, dass so viele Leute kommen wie zu guten alten Zeiten. Wohl wissen, dass wir nicht genau wissen, wie jetzt auch so die Inflation um sich greift, was das bedeutet für Weihnachtsmärkte. Aber wir sind eigentlich guter Dinge, dass die Leute, weil wir auch so viel Feedback schon bekommen, dass sich die Menschen darauf freuen, endlich wieder zu kommen und uns besuchen zu können. Und von daher, ja, gehen wir positiv in die nächsten Wochen. Die Inflation hat auch vor Santa Pauli keinen Halt gemacht. Deshalb sollten die Besucher etwas mehr Kleingeld im Portemonnaie dabei haben. Also auch wir müssen den Glühwein ein wenig teurer machen, weil es einfach nicht mehr handelbar ist. Alles, wirklich alles ist teurer geworden. Selbst die Holzhackschnitzel, die auf dem ganzen Platz liegen, sind teilweise bis zu 45% teurer geworden. Und darum mussten wir natürlich auch reagieren und den Glühweinpreis leider nochmal von 4 auf 4,50 Euro anpassen. Das beliebte Strip-Zelt wird es dieses Jahr aufgrund der Energiekrise allerdings nicht geben. Doch Erotikliebhaber sollten trotzdem nicht enttäuscht werden. Auf der Showbühne, wo ansonsten immer die Live-Musik ausschließlich stattgefunden hat, alter auch donnerstags, freitags, samstags Striptease-Shows, Burlesque-Shows und solche Dinge stattfinden. Und das gibt dem natürlich nochmal einen ganz anderen Rahmen. Das ist, glaube ich, ein Highlight. Ansonsten haben wir auch im Erotikbereich bei den Händlern einige Neuerungen. Da will ich aber gar nicht so viel verraten, das sollte man sich mal selber angucken. Santa Pauli ist nach dem Winterzauber in Wandsbek nun der zweite Weihnachtsmarkt, der in Hamburg geöffnet hat. Am Donnerstag öffnet Weißer Zauber am Jungfernstieg und am 21. November der historische Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Und was unsere Stadt heute ansonsten beschäftigt und bewegt, zeigen jetzt die Kurznachrichten. Am S-Bahnhof Alte Wöhr wurde am frühen Montagmorgen ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zerstörten zwei unbekannte Täter mit einem bislang nicht identifizierten Sprengsatz den Automaten. Anschließend flüchteten sie mit dem geklauten Bargeld in Richtung Rübenkamp. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 040 4286 56789 oder persönlich in einer Polizeidienststelle zu melden. Schwerer Unfall in Farmsen, Berne. An der Kreuzung Berner Allee, Linaustraße ist am Morgen gegen 7 Uhr ein PKW mit einem Müllwagen zusammengestoßen. Offenbar hatte die Autofahrerin den Müllwagen beim Abbiegen in die Berner Allee übersehen. Die Frau wurde schwer verletzt. Sie und ihr Begleiter mussten von den Rettungskräften aus dem Wagen befreit werden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Europaweiter Architekturwettbewerb für den neuen Mobilitätshub auf der Veddel gestartet. Direkt an der S-Bahn-Station Veddel soll dieser betrieblich, verkehrlich und städtebaulich neue Maßstäbe setzen, so die Hochbahn. Auf der rund 20.000 Quadratmeter großen Fläche sollen 160 Stellplätze für E-Busse sowie Plätze für moderne Verkehrsangebote wie Carsharing oder Moja entstehen. Damit soll das Umsteigen der Bürgerinnen und Bürger auf umweltfreundliche Mobilitätsangebote gefördert werden. Ergebnisse der Online-Beteiligung der Bürger sollen in den Bau mit einfließen. Voraussichtlich 2025 sollen die Bauarbeiten starten. Die Inbetriebnahme ist für 2029 geplant. Mehrere Verletzte nach einem Unfall auf der Kreuzung Kielerstraße Sportplatzring. Nach Polizeiangaben wollte der Fahrer eines PKW gegen 6 Uhr morgens die Kreuzung überqueren, als ein anderes Auto frontal in seinen Wagen fuhr. Zeitgleich kollidierten ein weiterer PKW und ein LKW. Drei Personen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Wir kommen zum Sport. Die Meldungen des Tages, die gibt es jetzt in der Zusammenfassung. Und wir beginnen mit dem HSV und Ermittlungen wegen Dopingverdachts. HSV-Verteidiger Mario Vuskovic steht unter Dopingverdacht. Wie die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigte, wurde Vuskovics Wohnung am Freitag durchsucht. Hintergrund ist eine Dopingkontrolle vom 16. September. Eine entnommene Probe nach dem Training erwies sich positiv auf den Stoff Erythropoietin, kurz EPO. Die Untersuchung der B-Probe soll nun für mehr Klarheit sorgen. Bei einem erneut positiven Ergebnis droht dem 20-Jährigen eine bis zu 4-jährige Sperre. Der Handballsportverein Hamburg hat sein Heimspiel am Sonntag gegen die Füchse Berlin mit 28:37 verloren. Bereits zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 5 Toren zurück. Topscorer der Hamburger war Kasper Mortensen mit 8 Toren. Das Team von Trainer Thorsten Jansen liegt durch die Niederlage weiterhin auf dem 10. Tabellenplatz. Der HSV hat erstmals seit 12 Jahren wieder einen Jahresüberschuss erzielt. Wie der Verein am Montag bekannt gab, beläuft sich die Summe des Überschusses aus dem Geschäftsjahr 21/22 auf 1 Million Euro. Im Vorjahr war noch ein Minus von 4,7 Millionen zu vermelden. Hauptgründe für den Umsatzanstieg von rund 60% sind das Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinales sowie die Rückkehr der Zuschauer nach Aufhebung der Corona-Einschränkungen. Zudem konnten die Verbindlichkeiten von 69,4 Millionen Euro aus dem Vorjahr auf rund 54 Millionen Euro verringert werden. Am Wochenende fand die 25. Auflage des Hamburger Wohlfühlmorgens in der St. Ansgar-Schule statt. Das Angebot richtet sich speziell an Obdachlose und bedürftige Menschen. Veranstalter waren unter anderem die Caritas und die Ali-Maus. Und weil Jubiläum gefeiert wurde, war für das leibliche Wohl der Gäste natürlich besonders gesorgt. Während hier an der Jubiläumstorte geschnitten wird, widmen sich die Friseure ein Stockwerk höher dem Haareschneiden der heutigen Gäste. Ich habe den beiden Friseuren hier Freiheit gelassen gehabt. Also ich lasse mich überraschen, was für einen schönen Haarschnitt die mir verpassen. Ich finde es also ganz toll, dass mir endlich mal die Haare geschnitten wurden und dass meine Schulter massiert worden ist. Das hat mir sehr gut getan. Waschen, schneiden. Weil ich mir kann es eigentlich nicht leisten, zum Friseur zu gehen. Und bin dann natürlich dankbar gewesen, dass hier sowas kostenlos ist. Und nicht nur das. Zum Auftakt gab es für die rund 350 Obdachlosen und Bedürftige ein besonderes Frühstück. Auf Wunsch eine Massage, Fußpflege und Maniküre. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, Fotos von sich machen zu lassen, sowie Sozial- und Rechtsberatung zu erhalten.
Einen Tag mal sich verwöhnen lassen, mal sich wohlfühlen, nicht überall anstehen und Bittsteller sein, sondern die Menschen werden beim Frühstück auch am Platz serviert. Es soll ein besonderer Tag sein. Einen Tag vielleicht mal ein bisschen König oder Königin sein und sich's gut gehen lassen im sonst so schwierigen Alltag. Und auch Dinge nutzen, die die Menschen sich manchmal nicht leisten können. Dass die Zahl der Menschen, die sich angesichts der aktuell schwierigen Wirtschaftslage vieles nicht mehr leisten können, zugenommen hat, merkt man auch beim Hamburger Wohlfühlmorgen. Wir haben mehr Menschen hier, nicht nur in der Beratung, sondern auch beim Hamburger Wohlfühlmorgen. Das sind vielfach Menschen, die haben eine kleine Wohnung, aber die Rente reicht nicht. Der Monat ist lang, das Geld ist zu wenig und wenn ich Geld sparen will, dann spare ich natürlich beim Friseurbesuch oder bei anderen Dingen oder bei einem besonderen Frühstück. Deswegen merken wir auch, hier kommen auch zum Hamburger Wohlfühlmorgen mehr Menschen, die Armut ist ganz deutlich sichtbar. Umso wichtiger ist der heutige Einsatz der zahlreichen Ehrenamtlichen, die obdachlose und bedürftige Menschen zumindest für ein paar Stunden ordentlich zu verwöhnen. Die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament haben entschieden, ab 2035 sollen nur noch klimaneutrale Fahrzeuge neu zugelassen werden. Monika Zöllner hat sich nachgefragt darüber mit dem E-Mobilitätsexperten Dirk Kunde unterhalten und ihn unter anderem gefragt, für wie realistisch er es denn hält, dass dieser Zeitplan auch tatsächlich eingehalten werden kann. Ich würde sagen, das ist sogar sehr realistisch, weil es extrem viele Autohersteller gibt, die schon den Zeitplan umgesetzt haben, dass sie teilweise sogar bis 2030 nur noch E-Autos herstellen wollen. Also beispielsweise Opel, Fiat, Volvo haben gesagt ganz klar, wir machen nur noch E-Autos. Ford und Renault trennen ihre Teile, also den einen Part, der machen nur noch die alten Verbrenner, der andere Part macht die neuen Autos. Audi sagt, 2026 wird das letzte Verbrennungsmotor neu entwickelt und auf den Markt gebracht. VW ist noch nicht so ganz sicher, 2033, 2035. Aber wenn man guckt, in Salzgitter bauen sie eine riesen Batteriefabrik. Also der Weg ist geteert, sage ich mal. Es ist klar, wohin es geht. Und wir haben jetzt natürlich noch die Wetteraussicht mit unserem Experten Frank Böttcher. Das war ja heute ein recht sonniger Start in die neue Woche, aber beim Wetter deuten sich offenbar größere Veränderungen an. Frank, was genau haben wir denn zu erwarten? Ein Luftmassenwechsel steht bei uns ins Haus. Es wird also eine deutliche Wetteränderung geben und damit herzlich willkommen zu den Aussichten. Morgen kommen noch mal sehr milde Luftmassen von Südwesten hereingeströmt. Das ist dieser blassrote Pfeil, der da von Südwesten her zu uns kommt. Aber Richtung Skandinavien zwei blaue Pfeile, die auf uns zukommen. Das ist die große Wetteränderung. Da stellt sich doch deutlich kältere Luft ein, die dann aus Osteuropa den Weg zu uns finden wird. Und plötzlich kommen nasse Schneeflocken ins Spiel. Es wird also tatsächlich deutlich kühler. Jetzt in der Nacht die Temperaturen bei 6 Grad, jahreszeitlich entsprechend. Es ziehen viele Wolken durch, ab und zu ein paar Wolkenlücken, durch die der Mond immerhin noch zu 60% sichtbar ein bisschen hindurchschimmern kann. Morgen früh dann viele Wolken und vereinzelt ein bisschen Nieselregen. Der Südwestwind lässt die Temperaturen nochmal auf 12 Grad ansteigen. Das sind dann aber auch für die nächsten zwei Wochen erstmal die höchsten Temperaturen. Da geht es dann doch deutlich runter. Viele Wolken morgen, nur selten ein bisschen Sonnenschein und ganz selten ein bisschen Sprühregen. Am Mittwoch starten wir dann in der Nacht mit Temperaturen von 8 Grad und dann geht es, das waren dann schon die Höchsttemperaturen, geht es im Tagesverlauf immer weiter runter mit den Temperaturen statt rauf. Aus den dichten Wolken fällt länger anhaltend leichter bis mäßiger Regen. Auch der Donnerstag bringt viele Wolken und immer wieder Regen. Und am Freitag wird es dann am Abend, nachdem es nochmal mit 6 Grad nicht ganz so kalt war, so frisch, dass es dann auch mal für Schneeregen reichen könnte. Auch der Samstag früh könnte bei Werten um 2 Grad nassen Schnee bringen. Also es wird jetzt deutlich ungemütlicher und deutlich frischer bei uns in der Hansestadt. Und mit diesen Aussichten gebe ich zurück zu dir, Marco. Vielen Dank, Frank. Das Wetter für heute und das war es auch von uns hier bei Hamburg 1 aktuell. Wenn Sie mögen, sehen wir uns natürlich auch morgen wieder.